KTM Makina Prowler Prestige mit Carbon, mit QX Display, riesen Akku, X-Large, stärkster Motor von Bosch, XTR Bremsen montiert, XTR Schaltung, Sattelfernverstellung, das heißt, ich glaube, dieses Modell lässt keine Wünsche offen. Verkaufspreis natürlich knapp bei die 7000 Euro. Schauen wir uns an, wann dieses Modell das Richtige für Sie ist und wann es vielleicht nicht ist. Bleiben Sie dran! Willkommen zurück, Florian Woracek hier vom Fahrradgeschäft der Rideplates aus der St. Pöltener Innenstadt. Wir sind spezialisiert auf E-Bikes, Fahrräder und Reparaturen. Und das meistverkaufteste E-Bike ist ja einmal das in Österreich, das Mountainbike, das Mountain-E-Bike schon immer. Und natürlich auch die Fullies, mit denen man dann richtig im Gelände Spaß haben kann. Und die heimische Marke KTM ist ja einfach der Marktleader, der Marktführer in Österreich. Unangefochten, jedes fünfte Fahrrad in Österreich ist ein KTM. Bosch. Wir machen schon seit Jahren ausschließlich mit Bosch. Mittlerweile gibt es den Bosch CX Motor in der vierten Generation. Seit Mitte 2020 jetzt mit dem neuen Update, dem 85 Newtonmeter Update. Die vierte Generation erkennt man am großen Zahnkranz vorne. Schöne breite Pedale. Das heißt hier, dass man schön breit auf die Pedale oben stehen kann. Beginnen wir gleich mit Sattel. Ergon Sattel, das heißt hochwertige Komponenten. Die Sattel Fernverstellung geht extrem leicht, das heißt, wir haben hier eine RockShox-Geschichte, sehr hochwertig, 150 mm, 15 cm Weg. Für was brauche ich das, ist oft die Frage. Ich habe ja beim Fully ist ja der Gedanke, dass ich viel bergauf, viel bergab fahre, natürlich da unterschiedliche Einstellungen brauche. Wenn ich bergab fahre, sitze ich gern weiter unten. Wenn ich bergauf fahre und die volle Kraft in die Pedale einbringen will, sitze ich gern weiter oben. Aber das kann der Fahrer selbst entscheiden. Aber durch die unterschiedlichen Lastwechsel kann ich natürlich das verändern. 12-Gang Shimano XTR-Schaltung, absolut hochwertige Geschichte, fein abzustufen, das heißt extreme Spreizung. Das heißt, mit diesen 85 Newtonmeter gibt es in Österreich oder auch wahrscheinlich nirgendwo einen Berg, wo sie nicht draufkommen. QX Display sehr beliebt, auch mit Bluetooth fähig. Schauen wir uns dann in der Großaufnahme genau an, was das kann, was es alles anzeigen kann. Es ist natürlich auch die Möglichkeit, hier ein Licht nachzurüsten. Das heißt auch, Mountainbikes werden gerne breiter eingesetzt. Hier kann ich Licht nachrüsten. Wird natürlich bei uns so gemacht, dass total verkabelt wird. Ich kann das auch so machen, dass das so hier irgendwo befestigt wird und vorne direkt am Lenker. Kotschützer kann man natürlich befestigen. Und auch wenn es nicht gern gewollt ist, aber praktikabel ist in jedem Fall einen Ständer. Mit dem 40 mm Ausfallen kann man einen Ständer montieren. Absolut hochwertigste Federelemente mit einer Stahlfeder hinten. Hier bietet sich natürlich auch die Möglichkeit, dies komplett zu sperren. Das heißt, die Federung auf steif, auf starr zu stellen oder das Ganze federn zu lassen. Ich kann durch diese Vorspannung der Stahlfeder die Vorspannung eben verändern. Die XTR-Bremsen sind natürlich absolut hochwertig. Das heißt, 200 mm, 203 mm vorne, 180 hinten jeweils. Vierkolbenbremszange. Ich habe die RockShox Federung vorne, das ist wie ein Gummiring. Der Gummiring sagt uns nicht, dass das kaputt ist oder irgendwo fehlt, sondern ich schaue einfach, damit ich die gesamte Federbreite ausnutzen kann. Und da stelle ich mir halt so ein, einerseits natürlich mit der Compression hier auf der rechten Seite vom Fahrer aus gesehen und mit Luftdruck auf der linken Seite. Natürlich große Achse. Verwindungssteife Geschichte. Absolut hochwertige Bereifung. Also hier bei diesem Modell ist natürlich an nichts gespart worden. Man sieht ja auch, dass wir hier auf einen Verkaufspreis sind von rund 7000 Euro. Das heißt, hier ist natürlich mit dem Carbonrad, was aber nicht leichter ist, sondern einfach schöner gefertigt ist und dadurch halt einen höheren Preis hat. Wir haben hier die Reifen vorne 29 und hinten 27,5 und natürlich überall mit Geösterfelgen. Schauen wir uns dann in der Detailaufnahme noch an.
Schönes Modell, KTM, Akku kann man rausgeben, muss man nicht, kann man direkt hier natürlich auch laden. Wird ausgeliefert mit einem Schnellladegerät. Schnellladegerät ist 6 Ampere, das heißt das normale Standard, was eigentlich fast überall dabei ist, ist, würde rund 25-30% pro Stunde laden. Hier haben wir natürlich großen Akku drinnen, ich würde sagen noch rund 3 Stunden, wenn er ganz leer ist, ist der Akku voll. Und dieses Ladegerät kann man natürlich auch sich einmal dazu kaufen, wenn man es noch nicht hat bei seinem Rad, und kann man hier laden oder den Akku ausbauen. Unter der Abdeckung befindet sich der Akku, oder Sie schaffen einfach dort, wo das Rad steht, sich einen Platz, um das Rad vor Ort zu laden. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir in die Detailaufnahme, in die Großaufnahme rein. Unser schönes Carbon-Fully hier in der Großaufnahme mit Bosch Performance CX-Line Motor der vierten Generation, mittlerweile 85 Newtonmeter statt 75, das heißt 15% mehr Leistung. Diesen Motor kennen Sie, er ist ein bisschen kleiner. Und das große Zahnkranz ist von innen nach, der große Zahnkranz ist von innen nach außen gewandert. Das heißt, mittlerweile haben wir statt 20 Zähne früher rund 40 Zähne. Das heißt, der große Zahnkranz ist außen. Hier ist er überhaupt ein bisschen kleiner. Das heißt, der hat nicht so viele Zähne, aber dafür hat er hinten natürlich eine umso bessere Übersetzung. Das heißt, 12-Gang Shimano XTR, eher eine seltene Geschichte, absolut eine hochwertige Sache. DT Swiss Felgen natürlich geöst, Schwalbe, Bereifung, Edi Cup, also Edi. Current. 27,5 hinten, 29 vorne, Rockshox-Gabel, das heißt absolut eine hochwertige Geschichte mit Luft, mit Compression, das heißt weit verstellbar, weit, absolut weit verstellbar. Und hier natürlich die Möglichkeit auch mit dem Gummiring zu schauen, wie weit es einfedert, die Luft zu verändern. Und hinten mit der Stahlfeder, wo ich hier die Vorspannung verändern kann, hier natürlich die komplett sperren kann, fein zu justieren. Das heißt, absolut ein hochwertiges Modell, auch online, wie man sieht, hier über KTM zu registrieren. Breite Offroad-Pedale mit Noppen, damit ich gut drauf stehe. Das heißt, Versicherung zahlt sich hier bei diesem Rad in jedem Fall aus. Und die Leute lachen immer, aber hinten, es gibt natürlich die Möglichkeit, den ausfallenden, bei KTM vorgesehen, einen Ständer zu montieren. Hinten 18 cm, 4-Kolben Bremszange von Shimano XTR und vorne 203 mm. Ein weicher, guter Sattel von Ergon, gute Geschichte. 15 cm Rockshox, 15 cm, 150 mm ausfahrbare Sattelstütze und eine wunderbare Offroad-Bereifung. Mit Kiux-Display, sehr beliebt, feine Bremshebeln, hier Rockshox, hier XTR und hier das farbliche Kiux-Display, sehr klein, kann sich natürlich auch mit Bluetooth mit Ihren Geräten verbinden, gibt natürlich da auch eine eigene App, die werden wir gleich sehen, und mit Plus, Minus kann ich hier die Unterstützungsstufe wieder wählen, die es mir auch farblich ausgibt. Turbo klassisch ist ja beim Bosch der Modell mit 85 Newtonmeter rund 340%, das heißt macht ungefähr 3,4-fache von innen. Hier natürlich mit rechts, links kann ich die Fenster ändern, habe ich hier die Punkte hier, Geschwindigkeit, ja, alles in Deutsch gehalten, ist natürlich sehr komfortabel. Das Display ist übrigens sehr klein, also wenn man eine Zigarettenschachtel nimmt, was man heute vielleicht gar nicht mehr sagen darf, den Vergleich, halb so groß. Hier habe ich die Herzfrequenz, wenn ich verbunden wäre mit einem Bluetooth-Gerät, Kalorien, Gesamtstrecke, mit E-Bike Connect, der Smartphone-App, die kostenlos natürlich zum Runterladen ist, kann ich das verändern, plus, minus die Unterstützungsstufe wählen. Hier zeigt er mir dann an, die Uhrzeit, die Restreichweite. Und natürlich gibt es auch hier die Möglichkeit, dass ich Licht nachrüsten kann, wenn ich Licht haben will, direkt anzuwählen über das Kiux-Display. Bei KTM sind immer, normalerweise ist es mit Magnet, aber bei KTM ist es immer alles mit einem Diebstahlschrauben ausgestattet. Das heißt, dieses Display geht nicht runter und kann diesen Diebstahlschrauben aber natürlich auf Wunsch für den Kunden, können wir das natürlich gerne entfernen. Dieses Rad ist auch mit einer, der KTM, damit der Lenker nicht einschlägt oder sich nicht eindreht, ist auf dem Lenkkopf, ist mit einem Anschlag
ist ein Anschlag, damit der Lenker sich nicht eindreht. Licht kann ich nachrüsten, Kotschützer kann ich natürlich nachrüsten. Ich weiß, die Leute lachen immer, aber umso funktionabler die Geschichte, umso lieber fährt man mit diesem Rad. Ja, die Reflektoren sind natürlich nicht schön, aber leider in Österreich vorgeschrieben auf der Straße und man will ja nicht dauernd eine Strafe haben. KTM Makina Prowler Prestige mit Carbonrahmen, 170 mm Federweg. Und hier unten habe ich den Akku, die Möglichkeit, den Akku rauszunehmen. Hier bringe ich die Akkuabdeckung raus und kann den Akku dann bequem herausnehmen. Geiles Modell, oder? Was sagen Sie? Das Prestige KTM Prowler Prestige. Und in Carbon-Ausführung mit geile Komponenten. Das heißt, die große 15 cm fernverstellbare Sattelstütze, XDR-Komponenten, 12-Gang-Schaltung und vorne 203 mm mit der Stahlfeder. Das heißt, hier, das Rad sollte schnell ins Gelände und es freut sich, dass es mit Ihnen dort unterwegs ist. Weitere Informationen gerne im persönlichen Beratungsgespräch. Machen Sie sich gerne einen Beratungstermin aus auf unserer Homepage redblades.at. Weiter Videos gibt es natürlich im Netz immer mehr. Abonnieren Sie dafür unten den Kanal, dann sind Sie automatisch informiert. Oder was natürlich Ihr Lohn an uns ist, wo wir jetzt schon Danke sagen, auch wenn Sie nicht immer unserer Meinung sind, Daumen nach oben bedeutet einfach Danke, dass wir hier Videos machen, dass wir hier uns in die Karten blicken lassen vielleicht. Es ist ja kein Verkaufsvortrag, den was wir hier machen, sondern es ist eine Informationsgeschichte. Wir wollen Ihnen einfach hier Informationen bieten. Hier sehen Sie auch nochmal, der Lenker hat eingeschlagen und er hat einen Anschlag am Schluss. Das heißt, das Rad, da muss man ein bisschen besser einstellen, der hat einen Anschlag und zwar damit sich der Lenker nicht eindreht. Das ist einfach hier ein Anschlag, der ist da drinnen, den kann man aber auch dann wieder verdrehen und dann dreht sich halt der Lenker nicht ein. Wir freuen uns, Sie hier wieder bei unserem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen oder auch gerne im Geschäft in der St. Pöltener Innenstadt. Ihr Florian Woracek.